schon schlecht. Ich hab dann so, Oskars Surs Remming hier ist das Zeug, ne? Wir haben es in Schweden gekauft, heute, der 31.08. Wir versuchen es heute. Wir haben gestern nochmal Video geguckt, da ist mir schon beim Video schlecht geworden. Heute wird es nicht besser. Wie wird es denn schmecken? Wie wird es denn schmecken? Ich nehme mal an, wie Matjes, nur etwas salziger, kräftiger. Noch salziger. Wer kotzt zuerst? Ich. Das ist, sobald das Ding offen ist. So, also wir haben beschlossen, oberhalb, außerhalb des Wassers. Es lebt. Also es zischt. Es lebt. Es zischt. Ich dreh mal. Und, riecht was? Riechst du nichts dran? Riecht noch nichts. Jetzt ist er da drauf. Oh, jetzt kommt der Geruch. Aber schön, wie es blubbert. Muss man ja rankommen. Oh, warte mal. Siehst du das Blubbern? Ja. Oh, jetzt ist vorbei, das Blubbern. Riecht es gar nicht. Wir haben hier einen Scheiß gekocht. Riech mal dran. Kai, und das willst du essen? Ich hab grad meinen Finger gerochen. Ich finde, so schlimm ist es nicht. Oh, riech da mal richtig dran. Es stinkt ein bisschen wie Durchfall, aber... Stinkt gut, Mensch, wieso bist denn du nicht so empfindlich? Mach runter. Du sollst da die Nase rein. Du machst wieder so ins Gesicht. Nein. Die Kamera. Mach's runter. Nein, ich mach dir das Video. Mach's rund. Nee. Das ja, das riecht wie Kacker. Boah, das blubbert immer noch. Wie kommt's jetzt her? Ich muss nicht sehen, wie das aussieht. Aber es sieht jetzt aus wie... Wie Fisch immer noch essen. Die OP am Fisch. Kriegt das nicht im Mund, das Zeug, das will ich jetzt schon. Ach komm schon. Ey, du musst es probieren, du bist ein Angler. Ich bin ein Angler, ich fang frisch Fisch. Wenn der Geruch dann nochmal hierher zieht. Komm, auf ein Wort. Was soll ich denn sagen? Also, wie geht's dir denn? Wahrscheinlich alle, die die Kinder haben, die kommen damit klar. Oder hatten hier, also kleine Kinder. Aber ich muss sagen, vollgeschossene Winde riecht nicht so schlimm. Und das Schlimme ist, wenn man das am Finger hat, wird man den Gestank auch nicht mehr los, glaube ich. Ehrlich? Ich weiß, ich traue mir nicht mehr am Finger zu riechen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich da wirklich abbeißen kann. Doch, du musst. Du musst. Ich habe damit die Dose angefangen. Ich esse das nicht dort vorne. Ich kotze dort vorne alles voll. Ich esse das dann schön am Tisch. So wie das die Schweden hier vorgemacht haben. Mit Brot und so. Wir füllen das jetzt nochmal ab, Leute. Ja. Müssen wir. Oh, voll Geier! Also das Pimmbrot sieht ja schon mal gut aus. Darfst du. Wie machen wir das jetzt? Nur wie eine Folge Katze. Die haben hier so Scheiben geschnitten. Und dann werden die auf Pimmbrot draufgelegt. Genau. Also so wie die, so ungefähr machen die Schweden das. Vielleicht gibt's da auch noch Quark zu? Ja, eigentlich war da noch, die hatten so ein bisschen Creme Fraiche dabei, aber das ist nicht Mousse. Schade. Oh, das stinkt schon ganz schön jetzt. Ich krieg das Zeug nicht gefressen. Und wie ist das? Ich will dich kotzen sehen.
Du sitzt hier neben mir, ne? Was denkst du, was? Fisch schlagen? Mache ich jetzt die Zwiebeln drauf? Der schmeckt wie Matthias, der riecht schon so. Der riecht wie Matthias, der in die Kloake gefallen ist. Das ist ja hier. Also ich denke mal, es wird nicht schlimm sein. Wird jetzt kein Leckerbissen, aber... Na, das wird, glaube ich, sehr salzig. Also so haben das ja alle gesagt. Ne? Na, Matthias ist ja auch sehr salzig. Ja. Also so, willst du den pumpigen oder den weniger pumpigen? Die Rückenflosse musst du noch rausziehen. Das ist mir egal. Das riecht halt gar nicht. Und die ziehen das von der Haut auch runter. Was? Die haben sich das so runtergezogen. Oh. Ja. Dachte, das ist das? Kaue, schluck das runter jetzt. Schluck's runter. Ey, 6 Euro. Das wird jetzt gegessen. Komm. So, jetzt. Das ist genauso. Ist ja auch nicht normal. Das riecht ja immer noch. Wirklich? Das ist nicht lustig. Nimm Bier. Ich kann das nicht. Ah, ich muss das mal holen. Wir machen die Türen drauf. Ja, die Farbe ist wieder da. Normal. Noch ein Stück? Oh, jetzt. Jetzt ist es mutig. Wir brauchen nicht zum Griechen gehen, das können wir alles klappen. Ich hätte den Eimer schon mal bringen. Das wird nochmal für alle, die es noch nicht gerochen haben. Das riecht wie Raststätten-Toilette. 3 Tage in der Sonne. Und als hätte der Fisch dort drin gelegen. Das muss das nicht aufessen. Auf. Respekt allen Leuten, die sich so ein Ding reingezerrt haben. Im Ganzen, ne? Ja. Boah. Aber ich probier's nochmal. So schlecht war es ja dann doch. Wenn ich nicht genug davon ist, dann kommt das wieder raus. Ist das so? Ja, Papa, spucke. Guck mal, Papa an, der zieht auch ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Okay, jetzt höre ich auf. Das ist eine Delikatesse. Aber ich habe es wenigstens gekostet. Und das gekotzt? Viel Spaß für 6 Euro. Ach, der Geschmack geht gar nicht weg. Was haben wir jetzt auch gespielt? Da war rutschen wir halt so immer, wenn wir Seifen machen.